Hallo meine Lieben, ihr seht, ich bin wieder zurück, ich bin wieder zu Hause, es geht mir gut. Ein bisschen schwach noch auf der Brust, wahrscheinlich durch diese ganzen Medikamente, die ich intus habe, aber ansonsten, ja, ich kann euch leider keine Ergebnisse mitteilen, weil es besteht zwar ein Verdacht auf etwas, aber solange dieser Verdacht nicht bestätigt ist, uninteressant. Soweit, so gut. Meine Lieben, eure Anteilnahme war der Hammer. Ich danke euch für all die Nachrichten, Kommentare, Genesungswünsche. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich überhaupt schon alle einzelnen beantwortet habe. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich habe all eure Liebe gespürt. Ja, ich möchte euch ein bisschen was zu meinem Prozess in dieser Zeit erzählen. Ja, ich meine, wir wissen alle, jeder ist gleich. Natürlich gehe ich auch wie jeder andere Mensch durch meine Prozesse und sagen wir, es ist viel passiert. Es ist viel passiert im Innen sowie im Außen. Okay, die ganzen Eindrücke kommen gerade wieder so rum. Ha, wo soll ich anfangen? Ich hab keinen Zettel hier, ich habe mir nichts aufgeschrieben. Ja, okay, es hat wieder geklingelt, Entschuldigung. Der Hund macht wieder Radau. Ja, die Sache ist die, das ist vielleicht ein Thema von mir, das ich niemals in meinem Leben ablegen werde oder ja, ob überhaupt, das ist mir eigentlich auch vollkommen egal. Ja, ich bin halt da in gewisser Hinsicht ein ziemlicher Kontrollfreak. Ich muss also, was mich selbst betrifft, meinen Weg, meine Prozesse, mein Körper, mein Geist, meine Seele, keine Ahnung, darüber muss ich immer die Kontrolle haben. Also ich bin da wirklich, also Kontrollthemen, wer Fragen hat, ich bin Profi auf diesem Gebiet definitiv. Ja, nun ist also das Leben auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Baby, Schluss hier mit Kontrolle. Ja, ich zieh dir mal den Boden unter den Füßen weg und juhu. Und dazu muss ich eine Sache sagen, es ist wirklich so, und ich bin selber ultra stolz auf mich. Das war das erste Mal, wo ich nicht in Panik verfallen bin. Ja? Also, okay, bis auf einen kleinen Nervenzusammenbruch, ja, an dem Abend, wo ich erfahren habe, ich muss ins Krankenhaus, ich muss stationär bleiben. Dazu die Vorgeschichte, ich hasse Krankenhäuser. Nicht wegen irgendwas, sondern ich bin halt einfach, ich will zu Hause sein, bei mir in meinem Reich, in meinen Räumen, ich will mich frei bewegen können und. Ja, also sonst ist es nie was irgendwie Traumatisches im Krankenhaus vorgefallen oder dergleichen. Ich mag es halt einfach nicht. Puh, das war für mich immer eine ultra harte Strafe, ins Krankenhaus gehen zu müssen. Ja, also wenn es wirklich notwendig war. Deswegen, es war nur ein kleiner Nervenzusammenbruch. Also alles easy peasy und ich war jetzt diese 5,5 Tage wirklich ultra entspannt. Ich habe mich dem Fluss hingegeben, ich habe so viele Visionen gehabt, ich habe so viele Energien aufnehmen können, das Kollektiv, was abgeht hier. Ey, der Wahnsinn, der Wahnsinn, ohne Witz, ich kann das gar nicht alles auffassen bzw. mit meinem menschlichen Gehirn verarbeiten, was hier gerade abgeht, an Transformation, an Wandel, an der Turm ist da. Okay, ihr Lieben, der Turm ist da. Und ich habe aufgemacht. Ich habe aufgemacht und ich gebäre mich gerade selbst. Ja, und ich bin so, so unendlich dankbar, in so tiefster Demut, dass ich diesen Weg gehen darf. Für mich. Und ich nehme natürlich so viele Menschen wie möglich mit. Ja, jeder, der mitgehen möchte. Ja, ich habe ja schon noch in diesem Post mitgeteilt, diese weiblichen und diese männlichen Energien, ja, die hier einfach wieder ihren Platz einnehmen wollen. Ja, es ist Zeit, dass wir wieder unseren Thron besteigen. Jeder für sich, egal auf welche Art und Weise auch immer. Okay, also das ist geschlechter- und neigungsunabhängig vollkommen egal.
Ich verteile mich gerade schon wieder in den ganzen Themen. Okay. Ja, worauf ich einfach hinaus wollte. Ich bin unheimlich froh, diesen Weg gegangen zu haben. Es zeigt sich so viel Neues und natürlich auch so viel Altes. Ja, alte Themen sind hier und ich war in meinem eigenen Prozess, glaube ich, noch nie so easy und so im Vertrauen in diesem Fluss. Ja, ich meine, natürlich kommen immer Ego-Themen hoch, Selbstzweifel, aber diesmal, ich kann mich reinfallen lassen. Ich kann mich reinfallen lassen und das wünsche ich auch jedem Einzelnen von euch, der diese Zeit gerade aktiv wirklich miterlebt. Und ich kann auch hier wirklich nur an jeden Einzelnen appellieren, lasst euch fallen. Dieses Jahr 2020, das ist, ich meine, ja, wir haben die letzten Jahre viel Scheiße erlebt, okay? Wir sind durch die Hölle gegangen und ja, und dieses Jahr auch noch mit. Aber hey, das, was wir hier erhalten, diese Chance, diese Möglichkeit, die wir hier wahrnehmen können, erfahren können für unser zukünftiges Leben, für unser neues Sein. Wer das nicht mitnimmt, ist selber schuld. Ganz ehrlich. Ich liebe es. Ich liebe es. Und ich sauge gerade alles auf, alles, was mir begegnet, an Energien, an Menschen, an Begegnungen, an Visionen, an Themen, ja, alte, schmerzhafte, dunkle Themen. Völlig egal. Alles zu mir. Alles zu mir. Ich arbeite mich dadurch. Ja. Natürlich jetzt gerade, was meinen Kanal betrifft, ist jetzt diese Woche noch ein bisschen cool down, okay? Ich bin noch nicht so ganz bei Kräften, also so bei Kräften, dass ich mich jetzt wieder komplett reinstürzen kann. Ich habe zwar schon so hier mein Männchen im Hintergrund, was sagt so, ey, Jasmin, los, Video, 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 Livestream, Pipapo, und ich habe gesagt, nein, nein, diesmal nicht, nein, ich gehe jetzt einen neuen Weg, ich gehe nicht wieder in diese alte Schiene. Also ich habe diese Woche, habe ich einige an wundervolle Beratungen, persönliche Beratungen. Da bin ich komplett dabei, natürlich, so wie immer. Dann ist natürlich mein Geburtstag da. Da hatte ich auch schon überlegt, so Livestream an meinem Geburtstag. Nein, ich nehme mir da tatsächlich den Tag nur für mich. Also da wird nicht gearbeitet und gar nichts. Vielleicht liege ich auch nur einfach den ganzen Tag auf der Couch und schaue blöd die Decke an, ja, kann auch sein. Und ja, am Wochenende bin ich dann auch nicht verfügbar und somit ab nächster Woche starte ich dann wieder durch in meinen Arbeitsalltag. Dann folgen weitere Videos, die sind schon in Planung, die hatte ich ja schon angekündigt. Ja, ich habe noch hier so ein paar Wunschpartner, Seelenpartner, Dinge. Also momentan ist dieses göttlich-weibliche, göttlich-männliche, Zwillingsflammen, Dualseelen, Seelenpartner, karmische Geschichten. Ja, das ist gerade hier alles so präsent. Ich spüre das gerade, ich könnte es fast in die Hand nehmen. Ja, und ich möchte mit euch darüber reden. Ich möchte mich mit euch austauschen. Ja, ich möchte euch Dinge zeigen, erklären, beibringen und ich möchte auch von euch so viel lernen. Ja, anhand unserer aller Erfahrungen quasi. Und ich freue mich schon so ultra. Und ja, natürlich, ihr dürft euch jetzt ein bisschen gedulden. Es tut mir leid, aber es ist so, ich bin hier in meinem Fluss und in diesem Fluss lasse ich mich jetzt treiben, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kann es nur jedem empfehlen, sich hier anzuschließen und sich dem eigenen Fluss wirklich hinzugeben. Und ich verspreche euch, alles andere, was hier gerade noch in eurem Kopf rumgeistert, ist unwichtig. Es ist so unwichtig. Ja? Themen wie die Aufmerksamkeit im Außen, die Energien im Außen. Oh, denkt er gerade an mich oder liebt sie mich noch oder kommt er zu mir zurück oder ja, also klar, geschlechterunabhängig. Das ist gerade so scheißegal. Das ist so egal. Hey. Es geht jetzt um uns, okay? Es geht jetzt um uns, um unseren Aufstieg und darum, dass wir wieder unseren Thron besteigen, okay? Wir sind Herrscher und wir sind Herrscherinnen. Warum
sollten wir uns mit weniger zufrieden geben? Nein, nein, auf keinen Fall, nein, ich gehe nicht mehr zurück auf diese Stufe, auf keinen Fall. Und wenn mich jemand für abgehoben und arrogant hält, so what? So what? Wir sind so viel mehr wert, als was wir uns eigentlich so von niederen Energien bieten lassen. Meine Lieben, let's go. Aufmarsch. Aufbruch, Aufbruch ins Neue, ins Ungewisse. Ach. Ach, es ist so schön. Ich könnte mich einfach nur reinfallen lassen. Wirklich, wirklich, wirklich. Und ja, klar, wenn ihr noch Fragen habt zu irgendwas, dann raus damit. Sprechen wir drüber, lasst uns austauschen und die nächsten Videos werden kommen, der nächste Livestream wird kommen, natürlich zum Livestream, da ja der letzte jetzt ins Wasser gefallen ist, werde ich nochmal eine Umfrage starten, okay, einfach nur damit ich weiß, wann seid ihr denn verfügbar, beziehungsweise wann, an welchem Tag und welche Uhrzeit hättet ihr denn Bock drauf, dass ich da eben nochmal diese Umfrage starte. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich euch damit nerve mit irgendwelchen Umfragen. Es hilft halt mir ungemein, dass ich euch auch irgendwie zum richtigen Zeitpunkt vielleicht etwas Gutes bieten kann, ja, etwas Gutes anbieten kann, gehört halt einfach dazu. Ja, ich meine, es ist alles freiwillig. Jeder, der keinen Bock drauf hat, der darf natürlich sich mit allen anderen Sachen beschäftigen, aber sowas hilft mir halt ungemein, okay? Ja, meine Lieben, ich liebe euch alle. Es ist einfach, es ist gigantisch. Es ist gigantisch und ich freue mich auf jeden neuen Tag und ja, let's go, let's go. Wir sehen uns.